Kai Brügger, es war alles wie immer. Dieselbe Elf in der Startformation. Die Mannschaft spielt lange gut, haut sich in alles rein und gewinnt. Herzlichen Glückwunsch zum 4. Sieg in Folge. Ja, danke schön. Ungewohnt, aber fühlt sich super an. Und so wie gefeiert wird, kann man sagen, man ist mit anderthalb Füßen durch die Tür durchgegangen? Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich bin kein Fan davon, was vorab zu feiern, weil es kann immer so viel passieren. Wir haben schon beim Fußball so viele Dinge erlebt und solange es rechnerisch nicht über die Bühne ist, will ich das jetzt nicht zu hoch hängen. Aber ich glaube, wie du es gesagt hast, mit anderthalb Beinen sind wir schon durch. Und so wie ihr euch in die letzten Spiele auch reingehauen habt, auch völlig verdient, dass ihr euch da so selber rausgekämpft habt, ne? Absolut. Also ich glaube, wir haben es wieder geschafft, den Kampfgeist auf den Platz zu bringen, das Tor einfach mit aller Macht zu verteidigen. Ich glaube, wir haben jetzt aus 4 Spielen ein Gegentor bekommen. Das ist ja, bemerkenswert. Und haben vorne mal 1-2 nötige gemacht, die wir gebraucht haben. Und so haben wir die letzten Spiele gezogen. 2 Schlüsselszenen für mich. Einmal das 2-0. Du wirst selber gefoult, du schießt selber den Elfmeter. Hast du kurz überlegt, jemand anders schießen zu lassen? Oder war für dich klar, nee, mein 10. Saisontor, das mache ich jetzt vom Punkt? Ja, ich habe, glaube ich, genug Selbstvertrauen gerade, dass ich mich einfach gut fühle, dass ich weiß, ich traue mir das auf jeden Fall auch zu. Habe noch nicht so viele Elfmeter geschossen, aber ich war mir eigentlich sicher, habe ganz kurz mit Hinti Absprache gehalten. Er hat auch gesagt, wenn du dich gut fühlst, schieß. Sonst hätte Hinti das auch übernommen, aber ich war einfach der Überzeugung, dass ich den reinmache und habe ich zum Glück auch. Und dann ein bisschen Glück, dass das 2-2 von Sandhausen dann keine Anerkennung findet, weil er irgendwie eine Hand im Spiel war, ne? Ich habe es gar nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ja, für den Schützen tut es mir leid, weil es ein schönes Tor war. Ich mag solche Tore aus der Distanz. Für uns natürlich schön, dass es nicht gezählt hat. Ja, was soll ich dazu sagen? Zum Glück hat es nicht gezählt. Und ja, jetzt 37 Punkte und wie wir schon gesagt haben, jetzt habt ihr wirklich, ihr müsst die letzten Zentimeter noch irgendwie jetzt über die Ziellinie retten. Ja, gucken wir mal, was jetzt morgen und übermorgen passiert in den anderen Spielen. Und dann haben wir ja trotzdem noch 2 Spiele vor der Brust, wo wir selbst entscheiden können. Also wir haben es ja nach wie vor in der eigenen Hand. Und ja, ich bin guter Dinge, dass wir die nötigen Punkte noch holen oder dass wir zum Klassenerhalt reichen wird. Und jetzt viel Spaß mit der Apfelschorle, ne? Dankeschön. Ryan Malone, herzlichen Glückwunsch, 4. Sieg in Folge. Muss man sich manchmal ein bisschen kneifen, ob das wirklich alles Realität ist? Ja, auf jeden Fall. Das ist ein tolles Gefühl, aber ich habe gesagt, es war ein scheiß 2. Halbzeit, aber egal, wir haben die 3 Punkte und das war unser erstes Ziel heute, egal wie. Die haben die Chance von Gegnern bekommen, aber wie gesagt, manchmal musst du Glück haben und heute hatten wir ein bisschen Glück, aber es ist mir scheißegal, wir haben die 3 Punkte geholt und das ist ein sehr schönes Gefühl, die 4. Sieg in Folge. Gnadenlose Effektivität. Ich glaube, ihr habt 3, 4 richtig gute Chancen gehabt in der ersten Halbzeit und 2 davon sind drin, ne? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, man muss ein bisschen Glück haben, auf jeden Fall, auch mit dem Elfmeter. Manchmal, der Schiri pfeift das nicht. Und ja, Kai hat das auch gut reingeschossen. Aber die Aktion von Nils, da war Weltklasse, weil wir waren in einer Phase, wo wir schwer reinzukommen ins Spiel. Wir waren ganz, ganz tief, weil die hatten auch viele lange Bälle und dann viel durch die Mitte gespielt. Aber dann auf einmal hat diese Aktion von Nisse, das hat uns definitiv gut getan in dem Moment. Und ein bisschen Glück in der 2. Halbzeit, dass das 2-2 von Sandhausen. Was war denn da genau los? Da war ein Handspiel irgendwie. Hast du es wirklich gesehen? Nee, ich hab's gar nicht gesehen. Ich habe einfach das Ball ins Tor gesehen und dann auf einmal der Schiri pfeift ab. Und dann ich habe gefragt, ja, was war das? Und dann sagt er, Handspiel. Aber wie gesagt, mir scheißegal. Ja, manchmal musst du Glück haben. Ich weiß nicht, ob das Hand war. Ich habe gar keine Ahnung. Aber Kolle sagt, ja, es war ganz klar Hand. Und ja. Wenn Kolle das sagt, dann wird es schon stimmen. Der hat ja die beste Sicht, denke ich. Ja, natürlich. Der steht hinter alle und dann, ja. Jetzt liegt der Ball quasi auf der Torlinie, jetzt müsst ihr ihn bloß noch quasi rüberrollen, ne? Ja, auf jeden Fall, definitiv. Aber wie gesagt, auf jeden Fall ein schönes Gefühl heute und ich bin stolz auf die ganze Mannschaft, ja. Und man hat wieder gesehen, was euch eben ausmacht, kämpfen, beißen, kratzen, sich in alles reinhauen, was irgendwie geht. Ja, genau, es war einfach nur, es ist Abstiegskampf und Kampf heißt, was du gerade gesagt hast, alles mit kämpferischen Sachen und die Jungs, die reingekommen sind, war für mich überragend und das war auf jeden Fall ein großes Thema, warum wir heute gewonnen haben. Zum Beispiel diese geile Grieche von Strauß in der 2. Halbzeit ganz spät, dass er die Konterchance unterbricht und dann für mich, das ist eine der besten Aktionen im ganzen Spiel. Und wir sind ganz sicher, dass wir es schaffen, ne? Ja, hoffentlich. Schauen wir mal morgen, ne? Alles klar. Alles klar, danke schön. Gut, danke sehr.